Es läuft mal wieder richtig gut hier am Windenbach auf Pose. Was habe ich gesucht? Hasel habe ich gesucht. Was habe ich gefunden? Dicke, fette Hasel habe ich gefunden. Also, Abendstunden schon probiert, direkt rasiert, direkt die Trophy abgehakt. So soll das sein. Jetzt haben wir gerade Sonnenaufgang. Also gerade so gegen 3:30, 4 wird es langsam hell. Und ich werf wieder frisch raus. Jetzt in der Nacht hatte ich ein bisschen auf Grund schleppen probiert sozusagen. Also mit den Ködern über den Grund treiben lassen. Aber das war jetzt nicht so effektiv. Also da kann man, glaube ich, in der Nacht besser mit den Grundruten hier einfach die Mistwürmer rauswerfen und gut ist. Aber jetzt, wo es hell wird, direkt wieder Gas geben auf Pose. Denn ich hätte gerne noch ein paar Trophies. Zu den gerade eben schon 3 gefangenen Trophies innerhalb von 15 Minuten. Gerne noch eine weitere, gerne noch ein bisschen mehr Hasel. Denn die suche ich eigentlich. Ja, und bis dato haben sich auch einige Gründlinge tatsächlich hier verirrt auf 35 cm Tiefe. Also, die scheinen auch gar nicht mal mehr so sehr rumzugründeln, sondern gehen dann auch ein bisschen höher rein. Gerne, wie gesagt, dann auch mal ja, 35, 50 cm. Das hat man ja häufig. Wobei, hier muss man auch sagen, in dieser Area, hier ist es nicht so tief. Ich hatte gerade auf 80 cm getestet. Da liegt die Pose direkt flach, da bewegt sich gar nichts mehr. Selbst auf 50 cm, das wird so um die 50 cm hier haben, da schleift es schon über den Grund, das gesamte Setup. Also das will man natürlich nicht. Deswegen sind wir dann natürlich auch hier mit 35 cm Tiefe gar nicht mal so tief. Eine Sache teste ich gleich auch nochmal, eine Möglichkeit, die ein bisschen entspannter ist. Um hier, ja, vielleicht entspannter mit 2, 3 Ruten gleichzeitig zu angeln. Also hier dann vielleicht gleich nochmal tatsächlich auch mit dem Schnurclip hantieren. Das geht hier an der Stelle gerade ganz gut. Hat auch gerade eben tatsächlich die Trophy gebracht. Aber jetzt eben nochmal testen mit dem Treibangeln. Wir haben ja jetzt hier dadurch, dass wir eben die Strömung haben, eine Bonus, na ich sag mal, einen Bonus-Lockwert oder eine Bonus- Rutenaktion oder Köderaktion. Wir haben hier quasi Treibangeln stehen, was wohl auch, na, ich sag mal schon, einen Mehrwert bietet. Und natürlich zusätzlich den Vorteil, dass wir hier durch verschiedene Spots sozusagen durchtreiben. Na, da war gerade irgendwas. Und immer wieder die Möglichkeit haben, dass in diesen Spots irgendwo dann mal ein Fisch getriggert wird, der diese Köder, die wir drauf haben, der die gerade mag. Und dann geht er da natürlich drauf rein. Wenn man hier reingeht mit einem kleineren Setup, ich zeige auch gleich nochmal eins der besten Basis-Setups, sollte aber auch eigentlich bekannt sein, wenn man sich das Video angeguckt hat, was kaufen unter Level 20 oder was kaufen ab 20 oder was kaufen Endgame. Ist ja eine ganze Serie. Also was kaufen unter 20, da wird dieses Basis-Setup auch schon erklärt, Basis-Bolognese-Setup. Oder einfach hier mit der Stippe hinstellen, das geht natürlich auch. Also hier an der Stelle kann man eben auch ab Level 1 sozusagen sich hinstellen. Denn das Gewässer hier ist ja, ja ohne Levelbegrenzung. So, jetzt haben wir 5 Uhr morgens, so langsam geht's los. 3, 4 Uhr jetzt gerade, war noch nichts, auch nicht wirklich Bisse. Aber so langsam zuppelt es los. Köderkombination kann ich natürlich schon verwenden. Wenn du noch keine Köderkombination kannst, das dauert auch erst immer ein bisschen, dann kannst du aber bestimmt Caster kaufen. Und Caster sind wirklich nicht teuer. Das sind eben hier diese verpuppten Maden. Und die nehmen wir dann quasi fürs Haselangeln. Also Zielfisch Hasel. Und das Ding bringt halt richtig gut XP und richtig gut Cash. Das gucken wir uns gleich auch nochmal ein bisschen an. Guck, da hinten ist was reingegangen. Ist ein bisschen mitgeschwommen. Nächster Hasel hier, 74 Gramm. Richtig gut. Und den wollen wir am liebsten dreistellig haben. Also 100 Gramm plus, damit es sich auch richtig schön lohnt. Deswegen auch nicht zu kleine Haken.
Wir wollen hier nicht den ganzen Schnickschnack, uns einfach nur die Köder wegfressen, sondern die Haseln, die eben auch ein bisschen Cash bringen, die sich lohnen. Und ja, wenn da mal was Kleines dann reinzuppelt, was da nicht hakt, das passiert halt, ja, dann verscheuchen wir den Fisch. Aber wir verlieren ja dann auch nicht unseren Köder. So, jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren, denn ich will auch die nächsten hier nicht verlieren. So langsam will ich die auch mal haken. 5, 6 Uhr morgens, ja, kann langsam losgehen. In der Regel ist so 5, 6 Uhr morgens eigentlich so die meiste oder die beste Startzeit an den meisten Gewässern, dass da die Nacht vorbei ist. Auch wenn es schon mal schneller hell wird, kann es durchaus sein, dass die Fische dann noch nicht so wirklich aktiv sind. Und meist dann, wie gesagt, so gegen 5 Uhr oder so zwischen 5 und 6 geht es dann langsam los. So, ich werfe nochmal ein bisschen weiter hier und ein bisschen weniger weit auf der Route. Und dann gucken wir gleich nochmal eben kurz in das Setup rein. Dann gucken wir natürlich auch nochmal in den Kescher rein bisher. Aber das gucken wir auch natürlich nochmal ganz am Ende sozusagen, wenn der Kescher oder wenn ich hier durch bin. Ich sag mal so eine gute halbe Stunde gleich nochmal eben testen, jetzt bis Mittagszeit ungefähr. Und dann gucken, was da reingegangen ist in Gänze. Ob sich das gelohnt hat. Und wie gesagt, vom Setup her, welches Setup man eben noch verwenden kann, wenn man eben nicht hier mit solchen großen Routen unterwegs ist. Das ist auch komplett übertrieben. Also verschleißtechnisch und sowas ist das absolut nicht lohnenswert. Aber ich mag es eigentlich ganz gerne. Ich mag die Routen. Zum einen haben die natürlich noch so ein paar Pluswerte da drauf. Das boostet einen natürlich nochmal. Gibt natürlich nochmal zusätzlich die Chance, dass man eher mal einen größeren, maßigen und ja, oder auch eine Trophy fängt. Also nicht wundern, wenn die hochleveligen Spieler mehr Trophys fangen oder mehr maßige Fische, also mehr Geld machen im Kescher, liegt einfach daran, 100% jetzt hier zum Beispiel beim Posenangeln plus Montageart auch noch geskillt. Also das sind so mehrere Faktoren, die einfach dazu führen, dass ein Angler, der halt durchgeskillt ist, einfach mehr fängt und mehr Cash macht. Bleibt einfach nicht aus. Soll ja auch so sein, soll sich auch lohnen, das Ganze. Irgendwo muss da ja auch ein bisschen Fortschritt zu sehen sein. Aber nichtsdestotrotz fängt man eben auch hier an der Stelle. Übrigens, wettermäßig war es gerade auch so bewölkt. Nur ein bisschen wärmer, um die 20 Grad. Heute soll es eher so um die 16 Grad werden, Tagesdurchschnittstemperatur. Wenn es so warm ist, kann es auch gut sein, dass die ein bisschen eher an der Oberfläche aktiv sind, die Fische. So, ich lasse die jetzt nochmal ein bisschen durchziehen. Und dann zeige ich jetzt einmal das andere Setup. Und die zweite Route stellen wir in die Strömung. Ich glaube, ich nehme die gelbe jetzt hier gleich mal raus. Und die andere stellen wir dann, wie gesagt, in die Strömung. Da ist auch schon was dran. Perfekt. So soll das sein. Und an der anderen ist auch was dran. 106 Gramm Hasel. So wollen wir das. Hier war jetzt gerade die Trophy dran. Na, die olle Brasse. Die wollen wir nicht. Also, was wir machen, um den Köder in der Strömung zu lassen. Wir verlieren jetzt das Treibangeln. Aber was halt immer wieder gut funktioniert, machen wir mal so auf 8 Meter. Einfach, wie gesagt, locker auswerfen und dann in den Clip rein. Jetzt müssen wir mal eben gucken. Ich stelle es mal so ein bisschen schräg, denn ich würde gerne hier landen. Wenn wir uns den Busch hier nehmen und die Schattierung von dem Busch, also direkt in die Reflexion, zack, ungefähr in dieser Area hier, da sollte das landen, denn da waren gerade die Einschläge. So, und in der Zwischenzeit nehmen wir mal das zweite Setup hier weg und ich lege mir ein Setup rein, was halt sensationell günstig ist und das Posenangeln deutlich einfacher macht. Wie gesagt, wenn ihr nur könnt, dann einfach nur Caster. 35 cm Tiefe für Hasel ist eigentlich immer so der Klassiker. Zack, rauswerfen und da geht auch schon was rein da hinten. Perfekt. Was passiert da hinten jetzt gerade? Wir haben ja jetzt gerade einen Schnurclip gesetzt auf 8 Meter jetzt hier. Zum einen haben wir natürlich jetzt hier eine Phase, wo immer noch Treibangeln ist. Ich glaube, da ist was dran, ja.
Und zum anderen haben wir neben dem Treibangeln, haben wir natürlich auch noch dann, wenn das im Schnurclip steht sozusagen, haben wir da natürlich jetzt so einen Spot oder bremsen genau an dem Spot und haben dann natürlich die Möglichkeit, immer eine Stelle wieder, immer wieder und immer wieder gezielt anzuwerfen. Aber was eben das Schöne ist, in dem Moment, wo jetzt der Schnurclip hakt und ein Fisch kommt, löst sich quasi der Schnurclip direkt wieder. Also gleich hakt der Schnurclip. Oh, es sind einfach zu viele Bisse da vorne. Da geht's einfach zu sehr ab. Zack, nächste 107 Gramm, jawohl. Also, ich werfe es mal direkt dahin. Die andere ziehen wir auch mal eben rein. Da war auch kurz was dran, was Kleines. Einfach nur auf Kaster. Aber da vorne in der Ecke scheint der Hase zu stehen. So, jetzt sind wir im Schnurclip drin. Jetzt sehen wir das hier auch ganz gut. Also, das Ding treibt jetzt so ein bisschen zu mir am festgelegten Band sozusagen, an der Schnur, die jetzt nicht weiter kann. Und ankert jetzt ungefähr da in der Stelle. Ein bisschen weiter vor wäre besser gewesen noch. Aber vielleicht reicht es auch hier. Theoretisch könnten wir jetzt damit auch hier einfach ziehen am Schnurclip. Ich kann auch hier hinten die andere zumachen. So, was passiert? Die eine Rute ist jetzt zu. Da passiert natürlich jetzt nichts. Wenn da jetzt ein Fisch reingeht an der Korkpose, also wenn da jetzt was reingeht, dann könnte es schwierig sein, den Fisch zu haken in dem Moment, wo der Fisch daran rumzubbelt. Das heißt, ich sehe, dass da was zubbelt. Ich heb die Rute auf, es macht einen Ruck, weil da ja jetzt dieser Schnurclip, weil da jetzt der Bügel zu ist. Und in dem Moment könnte es halt sehr gut sein, dass man den Fisch verscheucht. Bei der langen jetzt hier, bei der Waggler, bei der Match-Rute, ist es so, da ist jetzt gerade der Schnurclip drin. Sobald der Fisch kommt, löst sich der Schnurclip und die Pose treibt weiter und dann ist es quasi locker, das Ganze. Also ich bin jetzt hier immer noch mit, sieht man das? Nicht so richtig, ne? Wait, habe ich hier gerade die zugemacht? Ich wollte gerade sagen, mit offenem Bügel hier, quasi im Schnurclip. Also nochmal eben auswerfen, was haben wir hier? 7, 8 Meter. 8 Meter Schnurclip, zack, eben raus. Der Bügel bleibt offen. Sieht man das bei den ganzen verbackten Rutenhaltern? Ja, sieht man. Bügel ist immer noch offen. Und es ist trotzdem eben jetzt schon stramm an der Schnur. So soll das. Das bleibt jetzt da ungefähr in diesem Bereich. Und in dem Moment, wo jetzt gleich der Fisch kommt, löst sich der Schnurclip. Und der Fisch zieht ein bisschen weiter. Und man kann eigentlich dann auch schon sofort anheben. Weil dann, wenn er ankommt, hakt es schon meistens. Also klappt immer wieder gut bei fließenden Gewässern. Wir gucken jetzt mal eben kurz rein in das Setup. Ne, erstmal in den Kescher, genau. Nach Gewicht kurz sortieren. Also so sieht es gerade aus. Gründling, Hasel mit 309 Gramm. Alles schon drin. Kurz nach Fangzeit sortiert. Die ersten 15 Minuten. Da ging es hier los und dann ging es bis hier, genau, beziehungsweise eigentlich bis hier. Und danach war in der Nacht nochmal kurz eine Güster dran, aber dann war auch erstmal ein bisschen Flaute. Jetzt sind es hier gerade eben erst die Morgenstunden. Also so grob ist das hier nach Fangzeit, ja, so grob 15 Minuten, die ersten 15 Minuten und dann, ja, die ersten drei Trophies hier an der Stelle mit der Kombination Caster und, oh, dran. Mit der Kombination Caster und Made. Und wie gesagt, wenn ihr das beides noch nicht... Tippedede! Gründlingstrophy Nummer 3. Löbt. Also, wenn ihr das so noch nicht könnt mit dem Caster in Kombination mit der Made, dann wie gesagt, den Schwerpunkt auf den Caster legen. Die Made lockt zu viel anderes an, was man so eigentlich nicht haben will, ne? Also eigentlich Schwerpunkt Caster für Hasel. Also so wie das Setup jetzt hier aufgebaut ist. Relativ simpel und gib ihm. Ein Riesenunterschied und da müsst ihr tatsächlich mal ein bisschen testen. Und das könnte auch wieder ein bisschen Geld kosten. Aber es bringt ja auch hier die Kohlen rein. Ein Riesenunterschied, finde ich, macht die Schnur. Ich bin zurzeit ein Riesenfan, immer mal wieder auch hier, gerade auch für Hasel. Von, oh, Güster, wa? Ja, fette Güster.
von MicroBraid. MicroBraid am Windenbach funktioniert super. MicroBraid, also eine geflochtene Schnur. Es ist die dünnste Schnur im Game. Würde ich, glaube ich, aber auch nicht an der Stippe verwenden. An der Stippe hast du einfach dann wahrscheinlich zu viel Abrisse. Sie trägt nur 2,8 Kilo und ist 0,04 mm dick. Hier ist das Teil. MicroBraid, mega geil. 0,04 mm dick, 2,8 Kilo Tragfähigkeit. Und das ist die Schnur, mit der ich auch zuletzt immer wieder Hasel-Trophies gefangen habe. Funktioniert einfach richtig gut. Waren jetzt auch sämtliche Trophies drauf, sämtliche Bisse bisher. Auch auf der anderen, auf dem anderen Setup, auf dem anderen Match-Setup mit Doppelköder war da so nichts drauf. Das andere Setup hatte ich mit Fluorocarbon 3,1. Wir können gleich nochmal eben reingucken. Mal eben kurz so schauen. Ne, das ist die. Wo ist sie? Wo ist sie? Da ist sie. Also, hier ist das Setup. Das war hier mit dieser, mit Fluorocarbon. Auch richtig, richtig nice. Passt auch super gut. Ist aber im Vergleich zu der anderen Schnur deutlich dicker. 0,04 mm zu 0,2. Das ist auch mal ein Riesenunterschied. Und gewichtsmäßig, Tragfähigkeit ist da jetzt natürlich nicht so der Riesenunterschied. Also, 3,1 an Tragfähigkeit hier. Und 2,8 auf der MicroBraid. Ja, also 45 Minuten jetzt mit der nächtlichen Pause sozusagen. Ich mache jetzt hier mal eben die Bügel zu. Teste gleich nochmal eben weiter. Achso, vom Spot. Wer es noch nicht erkannt hat, ich stehe direkt hinter der Insel. Ganz klassische Stelle. Also direkt hier an der Insel. Und wie gesagt, was gerade sehr gut funktioniert hat, in diese Richtung, wo dieser Busch ist. Hier quasi in dieser Area, also da, wo die gelbe jetzt ist. Ich würde sagen, zwischen der gelben und der roten, genau in der Area, da ist das hier immer wieder ganz gut reingerasselt. Also da das ganz gut funktioniert mit Hasel und Co. Und wie gesagt, auf 35 cm, 16er Haken, das klappt auch immer wieder gut. Ich hatte jetzt die Attermann Haken, die gibt es am Donetz. Aber es funktionieren natürlich auch alle anderen Haken. So, erster Weg natürlich wieder ins Café, ist ja ganz klar. Waren hier Güsse dabei? Ja, aber da kommen bestimmt noch gleich ein paar Unmaßige dazu. Der Rest war nicht dabei. Also, gucken wir dann einfach mal so nach Preisen. Und da wird einem doch fast schwindelig, Alter. 74 Silber, damit kann man sich ja bald das komplette Posen-Bolognese-Starter-Set kaufen. Alter, mit einem Fisch. Das schmeckt. 30, fast 30. Also, das ist nicht so schlecht. 225 Silber in unter einer Stunde. Hätte ich jetzt noch die Nacht durchgezogen mit auf Grund sozusagen, einfach mit Mistwurm auf Grund, wäre da bestimmt auch noch ein bisschen was reingegangen. Muscheln und Co. gehen auch an der Stelle immer wieder rein. Also eine Stelle, die sich absolut lohnt. Und selbst hier mit dem Gründling, selbst wenn der immer mal wieder reingeht, auch das lohnt ja unnormal. Also, kann man machen. Kratsching, verkaufen, 220 Tacken in der Tasche. Petri Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer komplett Russian Fishing 4 live ab 19 Uhr auf YouTube und auf Twitch. Bis dahin.